Hallo und willkommen zu der vierten und letzten Episode meines Kurses Erster Schritt. Wir legen uns auf den Rücken und machen einen Körperscan. Lege dich auf den Rücken, entspanne deinen Kiefer, schließe deine Augen, atme etwas tief ein und aus und lasse beim Ausatmen alle Spannungen los. Und spüre, wie dein Körper jetzt mit dem Boden kontaktiert. Wie liegen deine Fersen auf dem Boden? Versuche zu spüren deine Fußsohlen, den Fußrücken, deine Zehen, die Sprunggelenke. Den Kontakt der Waden mit dem Boden. In welchen Punkten kontaktieren die Waden mit dem Boden, wie unterschiedlich rechts und links? Mit welchem Gewicht, mit welchem Druck? In welchem Abstand liegen die Kniekehlen vom Boden? Gibt es hier vielleicht die Unterschiede, dass ein Bein tiefer zum Boden liegt als das andere? Die Oberschenkel hinten, berühren sie den Boden oder nicht? Wenn ja, in welchen Bereichen, welchen Punkten? Wie flächig? Und wie unterschiedlich rechts und links? Wie liegen die Pobacken im Bodenkontakt? Welche Pobacke ist größer? Welche Pobacke übt mehr Druck auf den Boden? Welches Bein ist schwerer? Vom Po bis zu den Zehen. Über die Pobacken spüren wir, wie das Becken mit dem Boden kontaktiert. Wie gleichmäßig oder einseitig berührt das Kreuzbein den Boden? In welchem Abstand zum Boden liegen die Muskeln des unteren Rückens? Man kann hier gerne nachgucken, was dazwischen passt. Und wie unterschiedlich links und rechts? Wie liegt der Brustkorb, die Schulterblätter? Vielleicht gibt es Unterschiede in ihrer Position auf dem Boden. Wie groß oder klein ist der Bereich zwischen den Schulterblättern? In welchem Abstand zu Boden befinden sich die Schultergelenke? Und in welchem Abstand zu den Ohren? Wie kontaktieren die Arme mit dem Boden? Die Oberarme, Ellenbogen, Unterarme, die Hände. Wohin schauen die Handflächen? Links und rechts? Und wie offen oder geschlossen sind die Handflächen? Versuche zu spüren deinen Hals. Der berührt nicht den Boden und dennoch ist er vorhanden. Wie liegt dein Kopf auf dem Boden? Ist er schwer oder leicht? Liegt er mittig und zentral oder weicht er zu einer Seite? Vielleicht möchte er sich irgendwohin rollen. Das erlauben wir. Wir schätzen hier nicht, korrigieren nicht. Wir beobachten einfach, welche Situation ist jetzt. Nun stelle dir vor, du liegst im warmen, weichen Sand. Welchen Abdruck hinterlässt du jetzt und hier heute? Welche Bereiche deines Körpers üben mehr Druck auf den Boden und versinken tiefer? Und welche Bereiche berühren den Sand gar nicht?
Spüre dich wie ein Wassertropfen. Wie viel Raum nimmst du in diesem Zimmer für dich? Welche Oberflächenspannung hast du? Und vielleicht spürst du manche Bereiche, die mehr Spannung tragen und die anderen, die weniger Spannung tragen. Merke dir das, wie deine Situation jetzt ist. Für die erste Bewegung stellen wir die Füße sanft auf. Wir bewegen uns in der ganzen Lektion wie immer in der individuellen Komfortzone, langsam, gleichmäßig, und wir versuchen wahrzunehmen, wie beginne ich die Bewegung, wenn ich sie sehr langsam, ohne Ruck, sondern gleichmäßig, sanft fließend beginne, kann ich mit der Zeit wahrnehmen, welche Muskeln für diese Bewegung sich organisieren. Und wenn ich aus der Bewegung rausgehe, dann kann ich am Entspannen der Muskulatur merken, und das ist einfach, welche Muskeln sich entspannen. Und dann kann ich feststellen vielleicht, dass das nicht nur die Muskeln sich entspannen, die gearbeitet haben, sondern irgendwelche Hilfsmuskeln mit entspannen. Das sind parasitäre Spannungen, die man eigentlich nicht braucht. Und dann kann ich mit dieser Bewegung, die das zutage getragen hat, weiterarbeiten, um diese parasitären Spannungen aus dieser Bewegung rauszunehmen. Dann habe ich etwas gefunden, womit ich arbeiten kann. Das ist dann sehr, sehr gut. Denn das, was ich kann, brauche ich auch nicht zu wiederholen. Denn was mein System kennt, kennt es und fertig. Die erste Bewegung ist die Beckenschaukel nach vorne und gleichzeitig wir rollen nach vorne das Becken. Mit den Augen schauen wir über die Beine dorthin. Gleichzeitig heben wir Zehen, alle Zehen hoch. Und unsere Aufgabe ist zu schauen, wie symmetrisch, wie synchron ich die Zehen hebe, rechts und links. Und durch die Langsamkeit der Bewegung kann ich diese Bewegung synchronisieren. Machen wir das beim Einatmen. Rolle ich mein Becken nach vorne und mache das, was ich gesagt habe. Hebe die Zehen. Wir starten beim Einatmen. 1, 2 Zehen heben, 3, 4, 5. Hier fixiere ich, schaue, ob meine Schultern, mein Nacken entspannt sind, mein Brustkorb. Und dann entspanne ich meine Rückenstrecke und senke meine Zehen auf den Boden. Auch hier synchron auf 5. 4, 3, 2, 1. Entspanne alles. Mache die Beckenschaukel nach hinten. Arbeite mit dem Bauchmuskel. Rolle dadurch das Becken nach hinten. Starte beim Ausatmen. Augen schon nach oben. Und ich hebe auch hier meine Zehen hoch. Wir starten beim Ausatmen auf 1, 2, 3, 4. Hier angekommen fixiere ich, entspanne meinen Brustkorb, Schultern, falls das sich angespannt hat, kontrolliere, was die Sache ist und lasse meinen Bauchmuskel los, senke die Zehen auf 5, 4, die Augen kommen zurück, 3, 2, 1 und entspanne alles. Ich wiederhole das nochmal, mache die Beckenschaukel nach vorne und diesmal hebe ich meine Füße hoch. Und stütze mich dabei auf die Fersen und schaue auch hier, wie symmetrisch diese Bewegung der Füße ist. Wie gleich oder nicht gleich, rechts und links. Ich gehe nach vorne mit dem Becken durch die Muskeln des unteren Rückens, die Augen schauen, auch synchron mit den Bewegungen des Beckens nach vorne. Die Füße heben sich. Ich gehe beim Einatmen auf 1, 2, 3, 4, 5, fixiere hier, schaue, was hat dich Unnötiges angespannt, löse diese Spannung und entspanne mich und senke Füße auf 5, 4, 3, 2, 1. Entspanne alles komplett. Und mache die Beckenschaukel nach hinten und hebe dabei die Füße. Stütze mich auf die Fersen und schaue, wie symmetrisch diese Bewegung dann ist.
Einmal ausatmen, statisch, ohne mit den Füßen den Boden zu pressen, allein durch die Bauchmuskulatur. Eins, zwei, Augen schon nach oben, drei, vier, fünf. Fixiere ich, entspanne alles Unnötige und löse das auf fünf, vier, senke die Füße, drei, zwei, eins. Ich entspanne alle, strecke mich aus und schaue, was hat diese Bewegung daran geändert, wie mein Körper mit dem Boden kontaktiert. Wie liegen jetzt meine Beine im Bodenkontakt? Wie lang sind die jetzt? Vielleicht hat sich die Fläche des Kontaktes mit dem Boden verändert. Wie liegt mein Becken jetzt? Mein unterer Rücken? Brustkorb, Schulterblätter, Schultergelenke und der Hinterkopf. Welchen Abdruck hinterlasse ich jetzt im warmen, weichen Sand? Was hat sich verändert? Wenn ich ein Wassertropfen wäre, was hat diese Bewegung an meiner Oberflächenspannung verändert? Für die nächste Bewegung stellen wir wieder die Füße auf und beschäftigen uns mit dem geraden Bauchmuskel. Gerade Bauchmuskel verbindet Schambein mit dem Brustbein. Und wir werden mit beiden Bereichen arbeiten. Wir werden sowohl Oberkörper heben, um oberen Ansatz an den unteren zu bringen, als auch andersrum. Schauen wir mal. Wir legen die Hände in einen Schloss unter den Hinterkopf. Hier kann man Kissen unter die Ellenbogen legen, falls man so nicht einfach liegen kann, was mit der Zeit auch kommt. Jetzt bewege ich meinen Ellenbogen nach oben, Schultergelenke Richtung Becken, spanne meinen Bauch an, fixiere mein Becken und jetzt hebe ich mich langsam bis auf die Oberkante der Schulterblätter. Ganz langsam, das ist eine ganz kleine Bewegung. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich schaue nach unten, mein Kinn hält Tomate zwischen dem Brustkorb und sich selbst. So, und jetzt hebe ich mich langsam bis auf die Unterkante, und zwar beim Ausatmen. Ich atme aus, spanne meinen Bauch noch mehr an, bewege Brustbein in den Boden und hebe mich langsam bis auf die Unterkante der Schulterblätter. Ich angekommen, gehe ich langsam zurück. Eins, zwei, drei. Nochmal ausatmen und bis auf die Unterkante gehen. Eins, zwei, drei. Spüren Spannung im Bauch. Bauch flog nicht raus. Und dann einatmen und runter. Eins, zwei, drei. Bis die Oberkante. Bauch bleibt unten. Nochmal bis auf die Unterkante. Spüren, was der Bauch macht. Schauen mit den Augen, dass er sie nicht hebt. Eins, zwei, drei, Bauch unten. Und beim Einatmen wieder runter. Eins, zwei, drei. Hier kann man ablegen und entspannen. Jetzt werden wir bis auf die Oberkante der Schulterblätter. Das ist hier direkt. Man kann die Hand auf die Schulter legen, obendrauf auf Trapez, und dann kann man mit den Fingern spüren, harte Kante. Das ist Schulterblatt oben. Also wir heben uns bis hierher am Anfang und bis zu seiner Unterkante, das ist ungefähr hier, beim zweiten Mal. Ganz kleine Bewegung. Wichtig ist, dass der Bauch unten bleibt, dass er sich nicht nach oben hebt. Das können wir mit den Augen kontrollieren. Und jetzt werden wir die Beine dazu nehmen und uns gleichmäßig die Beine und den Oberkörper gleichmäßig in Mikrobewegungen zueinander beim Ausatmen und voneinander beim Einatmen bewegen. Probieren wir das mal. Die Hände legen wir in einen weichen Schloss unter den Kopf, bringen den Ellenbogen nach oben, Schultergelenke die ganze Zeit Richtung Becken, damit die Belastung auf dem Brustkorb liegt und nicht am Hals.
Und jetzt heben wir uns langsam bis auf die Oberkante. Die Augen schauen nach unten, Kinn zum Brustbein. 1, 2, 3. Jetzt spannen wir den Bauch und fixieren das Becken, heben ohne das Becken schaukeln. Das rechte Bein zu uns, Fuß zu sich. Jetzt ganz langsam, ohne Becken schaukeln, das linke Bein, Fuß zu sich. Und jetzt bewegen sich die Beine zu den Ellenbogen, Ellenbogen zu den Beinen, Oberkörper nur bis auf die Unterkante und vielleicht weniger. Und das gleiche synchron. Beim Ausatmen gehen wir zueinander. 1, 2, 3. Spannung spüren. Und voneinander beim Einatmen. 1, 2, 3. Nochmal beim Ausatmen zueinander. 1, 2, 3. Bauch angespannt. Spüren Spannung. Voneinander beim Einatmen. 1, 2, 3. Ein letztes Mal. Zueinander. 1, 2, 3. Bauch angespannt. Und voneinander. 1, 2, 3. In dieser Position bleiben wir, senken langsam das linke Bein. Becken fixiert, Bauch arbeitet. Jetzt das andere Bein. Becken arbeitet. Jetzt bleiben wir hier angespannt. Heben das linke Bein, ohne dass Becken wackelt. Nochmal ganz langsam kontrolliert Becken. Das rechte Bein. Gehen noch einmal zueinander. Beim Ausatmen. 1, 2, 3. Voneinander. 1, 2, 3. Jetzt senken wir langsam. Kontrolliert. Bauch bleibt drin. Das rechte Bein. Becken fixiert. Und das linke Bein. Becken fixiert. Wir senken den Oberkörper. Bis auf den Boden. Öffnen die Ellenbogen und entspannen eigentlich alles. Strecken uns aus, Arme, Beine und schauen, was hat diese Bewegung daran geändert, wie ich jetzt mit dem Boden kontaktiere. Und ich spüre in meinen geraden Bauchmuskel. Dieser Muskel hat die ganze Zeit gearbeitet und diese Arbeit kann man nachspüren. Jetzt kann man den Bauch nochmal wahrnehmen. Vom Schambein bis zum Brustbein. Welchen Abdruck hinterlasse ich jetzt im warmen, weichen Sand? Wie liegt mein unterer Rücken jetzt? Mein Becken, meine Beine, Schulterblätter, Schultergelenke und der Hinterkopf. Welche oberflächliche Entspannung hat mein Körper jetzt? Und für die nächste Bewegung drehen wir uns auf den Bauch. Dafür stellen wir den Fuß auf und drehen uns einfach um. Für den Anfang machen wir Schutzreflex. Ihr habt das sicher schon so weit hingekriegt, dass Schutzreflex ohne parasitäre Spannungen, ohne Hilfsmuskeln läuft. Deswegen machen wir ein bisschen schneller. Wir heben auf 3, drehen auf 5. Heben Kopf ohne andere Anspannungen, parallel zu Boden auf 1, 2, 3. Augen zur anderen Seite, wir drehen auf 5, 4, 3, 2, 1. Und sinken auf 3, 2, 1. 1 und entspannen. Und spüren, hat sich doch noch was mit entspannt oder ist alles sauber gelaufen? Die andere Seite, wir heben auf 3. 1, stützen wir uns auf Brustkorb, 2, 3. Augen zur anderen Seite, drehen auf 5, 4, 3, 2, 1. Und senken auf 3. 2, 1 und entspannen alles. Wie ist das jetzt? Jetzt legen wir Hand auf Hand, Kopf auf die Hände. Wir werden jetzt mit den Schultergelenken arbeiten. Wir haben das schon gemacht. Wir haben beide Schultergelenke gleich bewegt. Jetzt werden wir Schultergelenke so bewegen, dass sie unterschiedliche Punkte einnehmen. Genau andersrum.
Wenn das eine Schultergelenk zum Kopf geht, wird das andere zum Becken gehen. Wenn das eine Schultergelenk nach oben geht zur Decke, geht das andere zu Boden. Und diese Punkte, dort wo sie landen, müssen zum gleichen Zeitpunkt erreicht sein. Das heißt, wenn mein ein Schultergelenk zum Kopf geht und dort landet, in der Endposition, muss das andere Richtung Füße bewegt werden und dort zum gleichen Zeitpunkt landen. Wenn das eine nach oben bewegt wird zur Decke und dort in Endposition ist, muss das andere in Endposition Richtung Boden sein. Versuchen wir das. Ich bewege nur Schultergelenke, nichts anderes. Arbeiten nur Muskeln hier. Das linke Schultergelenk bewegt sich Richtung Kopf, das rechte gleichzeitig Richtung Füße. Kleine Bewegung. Und entspannen. Jetzt andersrum. Links zu den Füßen, rechts Richtung Kopf. Und entspannen. Nochmal. Links Kopf, rechts Füße. Kleine Bewegung, langsam, gleichmäßig. Und loslassen. Links zu den Füßen, rechts zum Kopf. Und loslassen. Jetzt die andere Richtung. Decke, Boden. Das linke Schultergelenk geht zur Decke, das rechte zu Boden. Das linke zu Boden, das rechte zu Decke. Nochmal. Links Decke, rechts Boden und wechseln. Und entspannen. Jetzt bewege ich ihn 4 Punkte nacheinander wie eine Raute, die ich danach in Kreise verwandeln werde. Wichtig ist, dass hier die Endpunkte immer eingehalten werden, dass die Schultern sich zusammen bewegen, zusammen aufhören zu bewegen. Also links Kopf, rechts Füße, links Decke, rechts Boden. Links Füße, rechts Kopf, links Boden, rechts Decke. Und so immer weiter. Kopf, Füße, Decke, Boden, Füße, Becken, Boden, Decke. Ich versuche jetzt in die Kreise umzuwandern. Sehr kleine Bewegungen, dann wird es leichter, leicht, langsam, klein. Jeder für sich. Wir kreisen und spüren die Bewegung in der Brustwirbelsäule, wie die Wirbel hier ihre Position verändern. Ein harmonisches Schlangenspiel. Dann höre ich auf, entspanne alles und bewege jetzt in die andere Richtung. Links Kopf, rechts Füße. Links Boden, rechts Decke, links Füße, rechts Kopf, links Decke, rechts Boden und so weiter. Jetzt kreise, jede für sich langsam und klein. Und spüren, was passiert bei mir im Brustkorb, in der Brustwirbelsäule, in den Wirbeln. Noch eine Umdrehung. Langsame Bewegungen und entspannen. Alles entspannen und Hände neben dem Kopf. Wir machen Reflex Landau. Die Augen gehen nach oben Richtung Augenbrauen, ziehen den Kopf hinterher, allein aus der Halswirbelsäule. Wir schauen nach vorne, fixieren etwas vor uns. Die Augen gehen weiter nach oben, heben uns aus den Rückenmuskeln bis auf den letzten Rippenbogen. Wir stehen hier. Jetzt heben wir beide Beine synchron vom Boden ab, Leisten in den Boden. Beine bleiben unbeweglich, die Augen schauen nach unten auf die Matte. Kopf schaut nach unten, wir schauen unseren Brustkorb an. Spüren, wie der Brustkorb sich öffnet. Die Augen schauen zur Matte.
Und weiter wieder nach vorne. Jetzt senken wir beide Beine synchron langsam nach unten. Entspannen hier alles im unteren Bereich. Augen gehen zu Boden, wir senken unseren Brustkorb. Die Augen gehen zur Matte, wir senken den Kopf. Augen zur Seite und abgelegt. Was entspannt dich noch? Reflexlandau war das. Das muss auch integriert werden. Ich stelle meine Hände auf die Linie der Brust und stelle mich auf alle Viere und strecke meinen Rücken. Wer das möchte, wer das kann, wer keine Knieschmerzen hat. Und jetzt arbeiten wir ein bisschen mit dem Krabbeln auf allen Vieren. Wir werden Folgendes erreichen wollen: gleichmäßig langsame Bewegung, gleichzeitiger Kontakt der Hand des Beins mit dem Boden und gleichmäßige Gewichtsübertragung. Wir stehen auf einen Vieren, Knie unter den Hüftgelenken, Hände unter den Schultergelenken, Bauch angespannt, um unteren Rücken zu entlasten. Und wir verteilen jetzt unser Gewicht auf diesen vier Punkten. Die Finger sind gespreizt und sowohl Finger als auch Handflächen als auch Ballen geben gleichmäßigen Kontakt mit dem Boden. Nicht, dass man auf den Handballen hängt, sondern ja, starke Finger ist das, was wir brauchen. Die Linie ist hier gleich. Knie befindet sich auf der gleichen Linie wie die Hand. Jetzt verteile ich mein Gewicht auf diese vier Punkte. Schultergelenke schiebe ich zum Becken, um hier Brustkorb als Stütz zu benutzen. Ich kann das überprüfen, welche Unterschiede das macht. Ich schiebe beide Schultergelenke zum Kopf und spüre, wo ist die Belastung. Eigentlich am Schädel, ja, und am Hals. Und jetzt zum Becken. Deutlich besser, weil da ist der Brustkorb und der Brustkorb hält. So, jetzt verteile ich mein Gewicht auf vier Punkte gleichmäßig. Jetzt will ich meine linke Hand und das rechte Bein vermindern, dieses Gewicht, bis ich spüre, dass rechte Hand linkes Knie diagonale das Gewicht übernommen hat. Gerade Arm hier und Schultergelenk nach unten. Und jetzt trenne ich linke Hand, rechtes Knie und bewege nach vorne. Gleichmäßiger Kontakt mit dem Boden. Ich übertrage mein Gewicht weiter auf linke Hand, rechtes Bein. Merke, das andere Diagonale braucht mich nicht mehr. Trenne diese Diagonale vom Boden. Übertrage gleichmäßig nach vorne. Und übertrage mein Gewicht nach vorne. Durchgekrabbelt. Kontrolliert langsam. Jetzt könnte ich weiter nach vorne gehen. Dann würde die vordere Diagonale übernehmen das Gewicht. Und die hintere kann ich benutzen, um sie abzustellen. Das gleiche nach hinten. Ich gehe von der vorderen Hand weg. Auf die Diagonale. Hier bei mir rechte Hand, linkes Knie. Merke, dass die Diagonale kann getrennt werden und abgestellt werden. Jetzt übertrage ich mein Gewicht weiter nach hinten. Auf die jetzt gerade gestellte Diagonale trenne die andere und krabbele zurück. Und das war heterolateral. Quasi im Kreuzgang, so wie wir gehen. Rechtes Bein, linkes Arm. Linker Arm. Linkes Bein, rechter Arm. Genauso, das war heterolateral, jetzt versuchen wir homolateral zu kriegen. Das heißt Körperhälften. Ja, nicht diagonal im Kreuzgang, sondern in Körperhälften. Mal schauen, was für Unterschiede das macht. Ich stelle mich nochmal auf alle Viere, verteile schön mein Gewicht, spanne meinen Bauch an, gerade Ellenbogen, Schultergelenke nach unten zum Becken. Jetzt übertrage ich mein Gewicht vollkommen auf die linke Seite. Linke Hand, Schultergelenk nach unten zum Becken und linkes Bein tragen. Die rechts kann ich trennen, abstellen.
Hier das Gewicht auf diese Seite übertragen, die andere trägt kein Gewicht, drehen und abstellen. Gar nicht einfach. Wieder übertragen das Gewicht auf die andere Seite, hier drehen und abstellen. Genauso zurück. Auf die linke Seite, Gewicht halten und hier drehen, gleichmäßig und abstellen. Auf diese Seite und abstellen. Auf diese Seite und abstellen. Und das ist nicht bequem. Heterolateral ist deutlich einfacher. Durch die Evolution ist es so. Wir laufen doch nicht umsonst heterolateral. Das ist deutlich stabilere Art, auch in der Senkrechten. Wir kreisen quasi um die Achse der Wirbelsäule. Das Becken dreht sich in eine Richtung durch die Bewegung des Beins. Und der gleichzeitig Brustkorb in die entgegengesetzte Richtung mit der Bewegung des Arms, das stabilisiert uns in der Senkrechten. Versuchen jetzt nochmal heterolateral zu roben, zu krabbeln, um nochmal zu spüren, wie viel bequemer das doch ist im Vergleich zu dem Homolateralen. Wir gehen auf alle Vierer. Halten das Gewicht auf allen vier Punkten gleichmäßig. Gerade Ellenbogen, angespannter Bauch, Schultergelenke zum Becken. Kopf schaut auf die Matte mit dem Gesicht. Wirbelsäule lang. Jetzt übertrage ich mein Gewicht, so dass ich linke Hand und rechtes Bein trennen kann. Spüre, wie die Diagonale auf dem Boden sich dieses Gewicht übernommen hat. Bewege nach vorne, möglichst gleichzeitig. Jetzt war nicht gleichzeitig. Übertrage mein Gewicht auf die neue Diagonale, trenne die andere, übertrage, abstelle, gehe nach vorne, übertrage, abstelle. Genauso zurück. Zack. Gewicht übertragen, getrennt. Gewicht übertragen, getrennt. Ja, sehr cool. Legen wir uns auf den Rücken und schauen, was hat das Krabbeln daran geändert, wie wir jetzt mit dem Boden kontaktieren. Wie liege ich jetzt auf dem Boden? Welchen Kontakt habe ich mit dem Boden? Welchen Abdruck hinterlasse ich im warmen, weichen Sand? Und wie ist meine Oberflächenspannung? Zerfließe ich so langsam auf der Matte? Oder habe ich immer noch Bereiche, die mehr Spannung tragen als die anderen? Wie ist das bei dir? Und dann legen wir uns auf die Seite und beschäftigen uns mit der Seitenstabilisation. Wir legen uns auf den geraden Arm, Finger gespreizt. Und die Beine liegen in einer Linie und die Innenkante der Füße aufeinander und die untere Kante, Außenkante des unteren Fußes, 90 Grad im Bodenkontakt. Das ist diese Position, diese Möglichkeit, so Fuß abzulegen, spiegelt die Beweglichkeit des Hüftgelenks. Das wird sich mit der Zeit bessern. Manchmal kann man sogar nicht liegen, dann kann man ein bisschen untere Beine anwinkeln. Aber wir wollen schon zu der geraden Linie. Bauch angespannt, dadurch entlasten wir den unteren Rücken. Wir stützen uns hier auf den Arm, heben den anderen Arm für Schwierigkeit nach oben. Wer so nicht stabil liegen kann, einfach ablegen. Nicht hier abstellen. Weil das ist nicht das, was wir wollen. Das ist keine Balance. Also, wir werden jetzt das obere Bein heben auf 5. Mit Fuß zu sich. 1, 2, 3, 4, 5. Alles stabil und runter. Bauch angespannt. 1, 2, 3, 4, 5. Und entspannen kurz. Nochmal heben. Wir heben nochmal das obere Bein. Vom unteren Senkrecht nach oben.
innerhalb der Komfortzone. 1, Bauch angespannt, 2, Becken bewegt dich nicht, 3, 4, 5. Jetzt beginnen wir wie im Schlüsselloch zu drehen. Nach außen, Ferse geht Richtung Boden. Nach innen, Ferse geht Richtung Decke. Innerhalb der Komfortzone. Spüren wir Bewegungen im Hüftgelenk. Was macht das Knie? Was macht der Fuß? Diese Bewegungen hatten wir auf dem Rücken letztes Mal. Und jetzt alles mit ein bisschen mehr Kraft und Funktionalität. Noch eine Bewegung in die neutrale Lage, den Fuß und wir senken das Bein nach unten. 5, 4, 3, 2, 1. Dann spannen. Jetzt beschäftigen wir uns mit dem Oberkörper. Wir werden jetzt mit dem Druck aufbauen, der Hand in den Boden und versuchen, wenn wir das können, erst Achselgegend vom Boden zu trennen und dann Ellenbogen heben. Der Kopf bleibt in der neutralen Lage. Mit dem Nacken machen wir gar nichts. Wenn wir merken, wir spannen uns hier oben an, dann geben wir mit der Seite des Kopfes ein bisschen Druck in den Arm, um diese Muskeln auszuschalten. Wer nicht hochkommen kann, baut einfach Spannung auf. Auf 5 und dann entspannt, lässt diese Spannung auf 5 los. Und das kommt, diese Kraft kommt. Das ist eine Bewegung, die enorm wichtig ist. Sie arbeitet mit einer enormen Menge an Muskeln gleichzeitig. Das ist sehr gut. Für alle, die hier Probleme mit dem Schulterblatt haben, Schultergelenk, all das, diese seitlichen Linien wird durchgearbeitet. Also versuchen wir das. Gebe Druck in den Boden, will Achselhöhle erst heben, das danach Ellenbogen. Auf 5, 1, 2, 3, 4, 5. Und senken auf 5, 4, 3, 2, 1. Und entspannen. Jetzt hebe ich meine beiden Beine hoch und gleichzeitig das gleiche noch einmal hier. Ihr werdet vielleicht merken, dass das einfacher ist. Also mir ist es einfacher, beides zu heben, als nur oben. Bauch angespannt, stabiles Becken, stabile Seitenlage und los geht's. 1, 2, 3, 4, 5, ganze Seite arbeiten und runter auf 5, 4, 3, 2, 1. Loslassen, auf den Rücken legen und schauen, was hat diese Bewegung daran geändert, wie mein Körper jetzt mit dem Boden kontaktiert. Wie liegt mein Körper jetzt im Bodenkontakt? Wie unterschiedlich liegen meine linke und rechte Körperseiten auf dem Boden? Von Kopf bis Fuß. Man kann vergleichen linkes Bein mit dem rechten, linken Arm mit dem rechten, linke Brustkorbhälfte mit der rechten, linke Beckenhälfte mit der rechten und der Kontakt des Kopfes mit dem Boden links und rechts. Man kann auch seitliche Bereiche des Halses vergleichen, links seitlich und rechts. Und vielleicht ist der Abstand zwischen dem Schultergelenk und dem Ohr links anders als rechts. Welchen Abdruck hinterlasse ich jetzt im warmen, weichen Sand? Und welche Oberflächenspannung habe ich jetzt? Und dann machen wir das gleiche auf der anderen Seite. Auch hier gerade Arm. Füße auf der Kante liegen aufeinander, ich liege in einer Linie. Bauch eingezogen, Arm. Ich muss immer viel den Bodenkontakt haben, sehr schön auf der Matte, weil sonst die Matte ist zu dick. So. Jetzt hebe ich den Arm, spanne meinen Bauch an, fixiere mein Becken und hebe mein oberes Bein hoch. 1, 2, 3, 4,
5. Und senke sanft gleichmäßig runter auf 1, 2, 3, 4, 5. Entspanne alles dort unten. Nochmal. 1, 2, 3, 4, 5. Beginne mein Bein zu drehen als Ganzes. Nach außen, Ferse geht nach unten. Nach oben, Ferse geht. Nach außen das Bein, nach innen. Versuche zu spüren Bewegung im Knie, nach außen, nach innen, gerades Bein. Im Hüftgelenk nach außen, nach innen, das ist Niveau mit der Leiste. Nach außen, nach innen. Bringe meinen Fuß in die neutrale Lage, nehme Fuß zu mir, falls es noch nicht war. Senke mein Bein langsam, 5, 4, 3, 2, 1. Wunderbar. Jetzt kommen wir zum Oberkörper. Jetzt werde ich hier Spannung aufbauen. Es kann sein, dass eine Seite gut geht, andere nicht. Das ist individuell und das kann man angleichen durch so einfache im Prinzip Bewegungen. Ich baue jetzt Spannung auf und ich hebe meine Achselhöhle vom Boden, erst danach Ellenbogen und dadurch den Oberkörper. Ich ziehe nicht mit dem Kopf dorthin zur Decke, sondern gebe eher, wenn ich merke, hier steigt die Spannung, gebe ich ein bisschen Druck mit dem Arm nach unten, um hier gleich Spannung zu lösen. Jetzt 1, 2, 3, 4, 5 und unter, runter, 5, entspannen, loslassen, 4, 3, 2, 1. Gut, jetzt beide Beine hoch und Oberkörper hoch. Bauch anspannen, Becken fixieren, Becken kippt nicht, weder nach vorne noch nach hinten, noch nach oben, noch nach unten. Becken ist stabil, es hält uns zusammen mit der Rumpfmuskulatur. Das ist unsere seitliche Stabilität. Stabilisierung des Körpers, das brauchen wir. So, jetzt Beine und Oberkörper. 1, 2, 3, 4, 5. Mich wurstelt. Und runter. 5, 4, 3, 2, 1. Ich versuche nochmal. Ich sehe, dass man mich gebeutelt hat. Und ich versuche nochmal, ohne störende Brille eventuell. Nochmal. Kontrollieren nochmal, ob die Linie stimmt. Ob ich nicht wegkippe. Lege mich nochmal schön senkrecht in eine Linie. Versuche das einfach nochmal. Bauch anspannen und ohne reden. Schön. Und runter. Ja, hier entspanne ich alles und lege mich auf den Rücken und mache einen Körperscan. Doch tatsächlich hat es geklappt. Ja, jetzt schaue ich, wie ich jetzt mit dem Boden kontaktiere. Ob mein Körper zurück zur Symmetrie gefunden hat. Wie liegen meine Füße, Beine, Becken, Brustkorb, Schulterblätter, Arme, Kopf im Bodenkontakt. Welchen Abdruck hinterlasse ich jetzt im warmen, weichen Sand? Und jetzt haben wir mit der vorderen Linie, mit der hinteren Linie, mit der seitlichen Linie, mit Armen und Beinen uns beschäftigt. Und jetzt machen wir ein bisschen Verbringung. Dafür stellen wir die Füße auf und legen die Hände so in den Schloss mit Handflächen nach unten. Stehen die Hände so über dem Brustkorb, die stehen auf den Schulterblättern. Erste Bewegung ist diagnostisch. Wir bewegen langsam die Arme nach oben über den Kopf in der halbe Komfortzone. Ich werde bis 7 zählen. Und wir schauen in etwa, was machen die Schulterblätter und wie die Bewegung leicht ist. Wir versuchen nicht im unteren Rücken uns zu beugen, also nicht zu wölben. Nicht in die Beckenschaukel zu gehen. 1, 2, 3, 4, 5,
sechs, sieben. Vielleicht kann man ablegen, muss nicht. Und dann zurück. Sieben, sechs, mit den Bauchmuskeln ziehen wir zurück. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Jetzt werden wir schauen, was machen die Schulterblätter. Was machen sie, was müssen sie machen? Ich hebe den linken Arm hoch und den rechten lege ich hier auf den Trapez, so wie ich früher gezeigt habe, so dass ich mit den Fingern die Oberkante meiner Schulterblätter spüren kann. Und jetzt, wenn ich meinen linken Arm nach oben heben werde, über den Kopf, spüre ich mit den Fingern der rechten Hand, was macht mein Schulterblatt? Wohin bewegt er sich? Muss ich nach unten Richtung Becken bewegen und nicht gegen die Finger stoßen. Das ist wichtig. Versuchen wir das. Langsam Arm nach oben und spüren, das Schulterblatt entwischt und geht nach unten Richtung Becken. Und dann zurückziehe ich meinen Arm mit den Rumpfmuskeln, mit den Bauchmuskeln ziehe ich meinen Arm zurück und Schulterblatt kommt zurück. Nochmal. Viele heben den Arm und heben dabei auch Schultergelenk Richtung Kopf und gleichzeitig natürlich Schulterblatt. Das wollen wir nicht, das wollen wir verhindern. Wir wollen, dass Schultergelenk unten bleibt und Schulterblatt nach unten geht, sich dort stabilisiert. Nochmal. Ich hebe meinen Arm und spüre und helfe vielleicht, meinem Schulterblatt nach unten zu gehen. Und dann mit dem Rumpfmuskeln ziehe ich, durch Anspannung im Bauch, ziehe ich meinen Arm zurück. Und dann mache ich das gleiche auf der anderen Seite. Den rechten Arm nach oben, linke Hand schaut, was macht das Schulterblatt. Das ist diese hier Oberkante hart, das ist Oberkante des Schulterblatts. Jetzt hebe ich meinen rechten Arm nach oben, schaue, dass mein Schultergelenk unten bleibt, der Schulterblatt nach unten geht. Und dann zurück ziehe ich durch die Bauchmuskeln, helfe ich meinem Arm zurück. Entspanne nochmal alles und wiederhole das. Arm hebe ich über den Kopf, innerhalb meiner Komfortzone langsam gleichmäßig spüre, dass mein Schulterblatt nach unten gleitet. Und wieder helfe ich mir selbst mit den Bauchmuskeln. So, gespürt, geschaut, was das überhaupt ist. Jetzt machen wir das noch einmal wie am Anfang. Hände ins Schloss, Handflächen Richtung Brustkorb, gerade Ellenbogen. Und jetzt bewege ich diese Konstruktion nach oben und spüre, was machen meine Schulterblätter. Ich muss spüren, dass sie nach unten gleiten Richtung Wirbelsäule, Richtung Becken, pardon, und nicht nach oben Richtung Kopf. Probieren wir das. Eins, zwei, drei, kann man auf dem Boden wunderbar spüren, vier, fünf, sechs, sieben. Innerhalb der Komfortzone gestoppt und zurückziehen. Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Jetzt stelle ich meine Füße zusammen, Beine in Kontakt. Ich werde jetzt die Beine in eine Richtung neigen, Kopf in eine andere Richtung drehen. Und gleichzeitig diese Bewegung machen mit den Armen nach oben. Dadurch spüren wir, meine Wirbelsäule verbringt wie ein nasses Handtuch. Alles innerhalb der Komfortzone. Man muss die Beine nicht ablegen, man muss die Arme nicht ablegen. Jeder, wie es seine Komfortzone erlaubt. Also, Beine gehen nach rechts, Kopf dreht nach links gleichzeitig. Und die Arme heben wir eins, zwei, drei mit dem Ohr zu Boden, vier, fünf, sechs, sieben. Ich konnte ablegen, aber das ist meine Komfortzone, das ist nicht eure. Füße bleiben im Bodenkontakt, unbedingt, Füße heben dich nicht. Und jetzt ziehe ich mit den Bauchmuskeln alles zurück. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Entspanne hier alles in die andere Richtung. Beine nach links, Kopf nach rechts. Eins, zwei, drei, vier, fünf Schulterblätter nach unten. Sechs, sieben. Und zurück. Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei,
1. Wem das zu leicht ist, der kann die Hände nach oben drehen, Handflächen nach oben. Wer das nicht will, bleibt bei der alten Bewegung. Ich mache mal so, um zu zeigen, dass es andere Varianten gibt. Beine nach links, Kopf nach rechts. Nee, Beine nach rechts, Kopf nach links. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. In Bauchmuskeln ziehen wir zurück. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Andere Richtung. Schulterblätter die ganze Zeit nach unten spüren und dorthin wollen. Beine nach links, Kopf nach rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und zurück. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und alles entspannen. Ausstrecken. Und spüren, was diese Bewegung daran geändert, wie wir jetzt mit dem Boden kontaktieren. Welchen Abdruck hinterlassen wir jetzt im warmen, weichen Sand? Vielleicht spürt ihr noch Spur der Bewegung in den Muskeln, die gearbeitet haben. Vielleicht könnt ihr besser Wirbelsäule wahrnehmen. Welche oberflächliche Entspannung hat der Körper jetzt? Wie zerflossen seid ihr jetzt? Und dann setzen wir uns auf und arbeiten ein bisschen mit der Zunge. Zunge ist sehr gut präsentiert in der Neokortexrinde. Und wir arbeiten in diesem Kurs viel mit der Peripherie, die sehr gut präsentiert ist und über die wir sehr gut wieder Kontakt zwischen dem Gehirn und dem Körper herstellen können. Deswegen arbeiten wir jetzt ein bisschen mit der Zunge. Wir bauen die Zunge wie einen Pfeil, also mit Spannung. Nicht lasch, sondern so ein bisschen spitzmäßig. Ja? Und wir gehen mit der Zunge, hier ist der runde Mundmuskel, so. Wir gehen mit der Zunge diesen Kreis ab, mit geschlossenen Lippen, langsam. Das ist eine Kraftübung für die Zunge, sie wird danach eventuell müde werden, das macht nichts, das ist gut. Hier können wir unter anderem feststellen, wie beweglich ist meine Zunge und welche Spannungen habe ich überhaupt im runden Mundmuskel. Eventuell werde ich spüren, Spannungen, die so gehen oder die Spannungen, die so gehen. Also, wir nehmen jetzt die Zunge und machen drei Kreise langsam durch den ganzen runden Mundmuskel, als würden wir da irgendwelche Essensreste suchen. Ja, aber gleichmäßig langsam und schauen, was denn nun. Machen wir das. Ich kann dann nicht gleichzeitig reden. Wir machen einfach. Nochmal. Kurz entspannt. Schon mal. Kann sein, dass mal gekracht hat, Kiefergelenk oder so, macht nichts. Zunge ist befestigt auch an den, in der Nähe der Kiefergelenke. Jetzt in die andere Richtung. Wie ist es dorthin? Und ihr macht es noch einmal und schaut, ob der Kopf sich mitbewegt oder der Kopf kann stabil gehalten werden. Versucht, Kopf nicht zu bewegen.
Einfach machen ohne Bewegungen des Kopfes. Nicht seitlich, nicht nach oben und unten. Machen wir noch einmal in eine Richtung, schauen, was der Kopf macht, dann in die andere Richtung. Ja, und jetzt entspannen wir den runden Mundmuskel durch Hubschrauber. Ja, gleichzeitig kann man Zwerchfell entspannen. Machen nochmal, wir atmen ein. Beim Ausatmen lassen wir gezielt hier Luft raus und gleichzeitig machen wir diese Bewegung mit Ton. Klappt nicht. Klappt nicht, okay, klappt nicht. Kopf nach unten, dann klappt. Nicht mein Tag heute. Ja, und jetzt legen wir uns in den abschließenden Körperscan. Wir liegen auf dem Rücken, schließen unsere Augen, entspannen alles im Körper und spüren, wie unser Körper jetzt mit dem Boden kontaktiert. Wie liegen die Fersen auf dem Boden? Spüre deine Fußsohlen, den Fußrücken und die Zehen, die großen Zehen, die zweiten, die dritten, die vierten und die kleinen. Alle 10 Zehen zusammen. Spüre deine Sprunggelenke, deine Waden im Bodenkontakt, deine Kniekehlen und Kniegelenke, die Oberschenkel und Hintern. Wie kontaktieren sie jetzt mit dem Boden? Wie liegen deine Pobacken auf dem Boden? Was hat dich hier verändert? Wie schwer ist dein linkes Bein? Wie viel Gewicht bringt es in den Boden? Wie schwer ist dein rechtes Bein? Beide Beine zusammen. Wie kontaktiert dein Becken mit dem Boden? Wie spürst du dein Kreuzbein? Ist es rund und hart oder flach und weich? Liegt es mittig auf dem Boden oder einseitig? Wie ist es bei dir? Wie liegt deine Beckenschale auf dem Boden? Kannst du auch vordere Bereiche spüren? Deine Leistenlinien, da wo die Hüftgelenke sind. In welcher Beziehung zum Boden liegt dein unterer Rücken? Der Rücken bis zum Brustkorb, dein Bauchmuskeln. Wie liegen deine Schulterblätter im Bodenkontakt und der Bereich dazwischen? Wie bewegt sich dein Brustkorb, wenn du einatmest? Und wie bewegt er sich, wenn du ausatmest? In welchem Abstand zu Boden und zu den Ohren liegen deine Schultergelenke auf der linken und auf der rechten Seite? Wie kontaktieren deine Arme mit dem Boden? Die Oberarme, Ellenbogen, Unterarme und die Hände. Wohin schauen jetzt die Handflächen? Spüre deine Finger, deine Daumen, die Zeigefinger.
Die Mittelfinger. Die Ringfinger. Und die kleinen Finger, alle 10 Finger zusammen. Spüre in deinen Hals, in die hinteren Bereiche, vorderen, die seitlichen. Wie liegt dein Kopf auf dem Boden? Auf welche Fläche stützt er sich auf dem Boden ab? Ist er schwer und übt viel Druck auf den Boden oder ist er leicht und schwerelos? Liegt er zentral und mittig oder rollt er irgendwo hin? Spüre, wie die Atmung deinen Körper beeinflusst. Spüre, wie dein Brustkorb dich weitet, wenn du einatmest. Und dich verengt, wenn du ausatmest. Spüre die seitliche Bewegung der Lippen. Seitlich mehr als vorne. Spüre in der Schale deines Beckens, wie sie beim Einatmen sich weitet und beim Ausatmen verengt. Wie die Beine sich voneinander entfernen, ganz, ganz wenig beim Einatmen und sich wieder zueinander bewegen beim Ausatmen. Der ganze Körper weitet sich beim Einatmen, die Arme, die Beine, das Becken, der Brustkorb. Und wieder zurückkommt beim Ausatmen. Was machen deine Nasenflügel, wenn du einatmest und ausatmest? Spürst du hier Bewegungen? Wie die kältere Luft eingeatmet wird und wärmere ausgeatmet wird. Was machen deine Mundwinkel beim Atmen? Deine Augen? Deine Ohren? Deine Gesichtsmuskeln, der ganze Kopf. Der ganze Kopf und der ganze Körper atmet und bewegt sich in diesem Schaukeln auf diesen Wellen der Lebensenergie. Und jede Zelle deines Körpers füllt dich mit Ruhe und Gesundheit. Nun bewege deine Finger und Zehen, strecke dich, wenn du möchtest, und lege dich sanft auf die Seite und liege ein bisschen so, um von der inneren Wahrnehmung in die äußere Wahrnehmung sanft zu wechseln. Liege so, solange du möchtest. Danach kann man sich sanft aufsetzen. Damit ist meine Videoreihe zu Ende. Ich hoffe, sie hat euch gefallen, zu irgendwelchen Entdeckungen geführt. Ein kleines Nachwort.
Wir arbeiten hier mit unserem Gehirn. Unser Gehirn sitzt im dunklen Bunker des Schädels in einer Blackbox. Unser Gehirn ist auf unsere Wahrnehmung angewiesen. Und durch die Wahrnehmung der äußeren Reize können wir dank der Fähigkeit des Gehirns zu Veränderungen, das nennt sich Neuroplastizität, wir können das Gehirn verändern, neue neuronale Verbindungen bauen und dadurch unser Körper verändern. Dadurch, dass wir hier langsam arbeiten, kann das Gehirn lernen. Das Gehirn kann nur langsam arbeiten. All die Gewohnheiten, alle Automatismen sitzen im Kleinhirn und Kleinhirn ist 7-mal schneller als Neokortex. Neokortex arbeitet einfach in einem anderen Modus sehr, sehr langsam. Deswegen sind wir langsam, um hier die richtigen Reize in den richtigen Teil des Gehirns zu laden, um hier in der Komfortzone, wo das Gehirn lernfähig und lernbegierig ist, das Gehirn zu verändern. Wenn wir das Gehirn verändern, verändern wir den Körper. Das Gehirn beginnt, die Muskeln nicht nur zu steuern, sondern optimal zu steuern. Wir spüren die Muskeln langsam in der Komfortzone, bringen dem Gehirn die Gleichmäßigkeit bei und das Gehirn verändert sich, verändert die neuromuskuläre Verbindungen, eliminiert die unnötigen parasitären Spannungen, das liegt auch in unserer Macht, und dadurch steuert, lernt das Gehirn, die Zielmuskulatur optimal zu steuern. Und wenn wir von hier aufstehen, von der Matte, dann übertragen wir diese Fähigkeit auch ins alltägliche Leben. Eine Stunde pro Woche, das ist das, was ich persönlich investiere, um das zu bekommen. Ich investiere meine Zeit und bekomme das. Und nur durch den regelmäßigen Input, verschiedene Bewegungen, verschiedene Muskelgruppen, verschiedene Vektoren der Bewegung, verschiedene Winkel, verschiedene Bewegungen in einem ganzheitlichen Komplex. Das mache ich einmal die Woche in meiner Online-Schule, in meinem Online-Club. Wenn ihr interessiert seid daran, eure Gesundheit zu erhalten, das Gehirn zu stimulieren, sich zu verbessern, sich weiterzuentwickeln, seid ihr bei mir willkommen. Ihr könnt mich anschreiben, wir kontaktieren und dann ist es möglich. Eine Lektion pro Woche reicht. Ja, und aus diesem Kurs könnt ihr schon vieles nehmen. Erstens, wie das aufgebaut wird. Ja, dass man bestimmte Bereiche abarbeitet, immer mit verschiedenen Bewegungen, immer mit verschiedenen Impulsen, verschiedener Stimulation, Stimulation verschiedener neuromuskulären Verbindungen. Eben um durch die Veränderungen des Gehirns und Körper zu verändern. Ich bedanke mich für eure Teilnahme und bleibt bewusst. Bye bye.